schon alles? Wirklich? Wir sind verloren! Was? Ich weiß auch nicht, was das ist. Und damit herzlich willkommen hier zu einer. Zurück zu Skyrim Special Edition? Ich glaube, auf zwei Sachen. Wo seid ihr? Ja gut, er ist anscheinend irgendwo da drin. So, also, wir lügen uns mit denen kurz. Naja, du tötest mich. Anarmert. Hä? Ich bin die abgearmert. Zeigt euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Ja, dann komm mal raus. So, das hier ist, Iona. Ja, Iona. Und betet zu Stenda, solange ihr noch könnt. Halt die Klappe. Warum ich die jetzt habe, erzähle ich später. Wo seid ihr? So, gut, dann hatte ich das gerade geklärt. Moment. Ah ja, geht ein bisschen drüber gerade die ersten Minuten. Also, ich habe offscreen mal ein bisschen in Rift noch die Quest gemacht, damit ich Iona kriege. Wo seid ihr? Lydia hat das Haus fertig eingerichtet, quasi. Alter. Von euch gegen wir gehen mal ganz kurz rein und gucken, ob er jetzt da drin irgendwo rumläuft. Wenn er nicht drin rumläuft, dann halt nicht. Des Weiteren hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Performance ein bisschen besser ist, da ich jetzt diese super tolle Enhanced Lightning Mod rausgehauen habe. Und ich muss sagen, es läuft gefühlt viel besser. Ach ja, genau, dann war der hier noch, der war letztens hier und hat gemeint, er müsse mich in meinem eigenen Haus überfallen. Hallo? Ablegen. So, dann gehen wir jetzt raus und jetzt machen wir Quests. Eine nach der anderen. So, der andere Typ ist jetzt auch weg, das ist schön. Wir haben ja noch hier Nesselfluch. Stern zu Nekla. Wie ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen gelesen habe. Und das war's. Den machen wir doch erstmal das da. Des Weiteren ist meine Nase gerade übelst zu. Und ich hoffe mal, dass nachher nicht gleich die Dame von der Werkstatt anruft. Habe ich mir doch vor 3 Monaten ein Auto gekauft. Gott sei Dank für 3 Monaten. Erst. Weil da sind so ein paar Macken dran. Dann wird sein Ganze erst bei der Klimaanlage angefangen, wie sonst wohl, sonst wäre der Schaden, der ja dran wäre, erst viel später aufgetreten. Ich hätte noch eine Stunde sitzen können. So, wir gucken jetzt mal, ob das hier oben wirklich leckfreier ist. Bis jetzt geht's eigentlich. Ja. Ah, wir müssen eh wieder hier rein. Oha. So, dann hoffen wir jetzt mal. Ansonsten kann ich die Mutter gleich wieder reinhauen, wenn es keine besseren gibt. Doch, ich kann hier hingucken. Was ist das? Was ist mit dem güldengrünen Baum geschehen? Ich bin weit gereist, um unter seinen Ästen zu beten. Er wurde von einem Blitz getroffen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich darum zu kümmern. Aber ich habe mit den ganzen Kriegsverwundeten schon genug zu tun. Ich halte diese Bitte, Schmerzen nicht aus. Lasst es nicht so bleiben. Das ist schändlich. Ich kann mich jetzt wirklich nicht um euch kümmern. Bitte, lasst mich wieder an die Arbeit gehen. Aber das sollte eure Aufgabe sein. Nun, habt ihr... Oh, ich... Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles weitere kümmern? Faule Sau. Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier.
Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Okay, wir brauchen uns gar nicht abkürzen, weil sie hat eh gerade alles erzählt, was erzählt werden muss. Deshalb gehen wir jetzt einmal ganz geschwind hier unten. Da unten. Juck, juck, juck. Ah, kratz. Nee. Das hat jetzt nicht viel besser gemacht. Ah. Wenn Sonnenbrand juckt, sollte man es unterlassen, dran zu kratzen. Das brennt nur noch mehr. So. Eine Sekunde. So, jetzt sehe ich auch wieder. Okay, vergessen wir das mit dem. Jetzt sehe ich auch wieder. Scheiße. Wo muss ich denn jetzt hin? Das sieht doch aus, als müsste ich da hin. Da hinten fliegt ein Drache. So, dann müsste die Höhle hier hinten dran sein. Ach man, wie gern ich mich jetzt hier hochziehen würde. So. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingeht. Aber wenn ihr hineingehen wollt, komme ich natürlich mit. So. Ich müsste eigentlich unbedingt mal noch mehr schmieden und alles leveln. Also, ich muss ja Nesselfluchfleisch ausrüsten. Okay, gefühlt leckt das doch ein wenig. Uffala, hier ist ein Zaun. What? So, wir konnten jetzt auch hier nicht großartig. Hier gibt es nämlich nicht viele, außer ein paar Leute, die hier rumsitzen und beten. Okay, das funktioniert nicht. Inventar. Waffen. Bolzen. Ne, wo haben wir den Nesselfluch dann? Nesselfluch, da ist er. Das liegt übrigens nicht daran, dass das irgendwie an der Grafikkern der Dichtung lag. Mitunter wahrscheinlich auch. So, dann besiegen wir mal ganz kurz noch die Deppen. Das wird euch eine Liebe. Zwei Klinge sein. Wobei es hier natürlich schon sehr schön ist in dieser Höhle. Wer ist da? Oh, Sorry, bin ausgerutscht. Da lag sowas im Weg und ich bin drüber gestolpert. Alter, meine Nase ist zu. Aber ich würde gerne aufnehmen. So, dann gucken wir jetzt mal. Ist das hier der Weg? Wir sehen uns dann. Oh, was bist du dann? Du bist kein... Achso, alles nehmen wir her, genau. Da war ja was. Wow.
Einfach wow, was da drin war. Dieser Aufwand für so ein Herz. Oder Spross oder was auch immer da war. So. Hoppala. So, also wir haben jetzt die Harz, dann können wir das wieder der netten Dame da aus Weißlauf geben. Und dann können wir auch schon unseren super tollen Seelenstein machen. Du kannst mich hören, dass meine Feinde in der Nähe sind, was? Wenn wir jetzt keinen Bock auf diesen Drachen haben, einfach abhauen. Hm? Oh, was haben wir hier? Gurundum. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Ob ich noch zwei weitere Häuser bauen will oder nicht. Aber ich glaube, das werde ich auch noch nicht mal im LP machen. Das mache ich schon für mich so ein bisschen. Mal schauen. Was haben wir hier? Hier haben wir diese komische Wurzel. Das machen wir, oder? Ja. Da kann ich jetzt bitte reisen. Dankeschön. So, dann gucken wir jetzt mal. Und zumindest hier läuft es wesentlich besser jetzt. Sieht zwar nicht mehr so schön, aber sieht mir irgendwie so matschig aus. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater? Leider nicht. Ich hab da momentan noch so das ein oder andere Problem, um das ich mich kümmern muss. Hm? Habt ihr das Ahnenschimmerhack? Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Ja, ja. Rette du mal diesen Ahnenschimmer, irgendwas Scheiß. So, und jetzt reisen wir. Na, oh, Winterfeste. Und dort machen wir unseren Seelenstein unsterblich. Meine Aufgabe ist es, dem Jahr zu dienen. Und das ist schön. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch. Bei Stendars Gnade. Ihr habt ihn gefunden. Azuras Stern. Ja. Vielleicht ist dies meine Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann Marlins Arbeit beenden. So, wie wir es vor seinem Wahnsinn geplant hatten. Es würde bedeuten, den Stern von Azura zu trennen. Wenn wir fertig sind, würden nur dunkle Seelen in ihn eindringen können. Halten wir den Vorrat im Auge. Es ist immer so umständlich, ihn aufzufüllen. Das ist wohl der Vorteil. Wo krieg ich dunkle Seelen her? Ich möchte drüber nachdenken. Also gut, aber beeilt euch. Wer weiß, ob Azura uns zusieht. Ja, ja, Moment. Ich bleib mal ganz kurz hier stehen. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Na, ich google das später. Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Ja. Was wollt ihr denn noch? Was jetzt mal kurz die Klappe hältst. Ich muss den Timer nochmal finden. Ja. So, Timer da. Meine Tage an der Akademie. Oh, halt die Klappe. So, jetzt muss ich ganz kurz in die Quest gucken. Also, dunkle Seelen, schön und gut. Und was bringt das? Ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt einfach zu Nekla bringe? Zu Arani. Arania. Was viel Besseres. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Easy, wir geben uns mal die Quest ab.
Hab ja sonst nichts zu tun, doch. Woher weiß eigentlich die Tür, dass ich das bin? Doch die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft zu werden? Redet nur weiter, kleiner Mann. Dann sehen wir, wer hier bestraft wird. Oh, seid doch still, ihr alter Brummbär. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier läutet eine willkommene Rückkehr zu alten Werten ein. Oh, was für ein gütiger und weiser Zauberer ihr seid. So verdient ihr euch sicherlich die Gunst unserer Dame. Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden, Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig? Oh ja, Herrin! Perfekt! Ihr seid der Boss! Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. Ah, ihr müsst von meinem kleinen Abenteuer auf dem Schiff reden. In der Tat. Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Ihr seid ein ganz Kecker. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen geliebten Tod sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Aber allein gegen 20 Gegner. Kommt der Tod nicht zu uns allen? Ist er nicht eine Gewissheit? Darum ist es mir eine Ehre, Vorbote des Todes zu sein. Beim unausweichlichen Ende eines Geschöpfes eine Rolle zu spielen. Möge das Leichentuch des Todes euch umhüllen. Wo ist denn jetzt? Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen, dass ich ihr Mann bin. Das macht sie öfter. Sie möchte nicht, dass man denkt, sie bevorzuge jemanden. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, Astrid dieselbe Synchronstimme hat wie ihr Dolphin. Wo ist dann jetzt dieser komische, idiotische... Oh, leck me um euch. Übrigens, ich habe mich gerade verlaufen. Hä? Wo ist denn Nasir, oder wie er heißt? Nasir? Ja, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich habe gehört, was geschehen ist. Zurück? Zieh zurück! Das Ziel eliminiert und es wie einen Unfall aussehen lassen. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr.
viel älter. Als ich den Segen des Wolfs erhielt, gab mir mein Erschaffer einen wertvollen Ratschlag. Arnbjorn sagte er, verliere niemals. Und mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Das ist schön. Gut. Ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. An den ganzen Holzsplittern und Nägeln kann man sich ziemlich übel verletzen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier ist eure Bezahlung. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Hier habt ihr eure Bezahlung. Sind die Geschichten wahr? Der Redoran-Auftrag? Ja, ihr habt richtig gehört. Fadenfell hin und zurück. Nein, leider nicht. Bitte kommt später wieder. Alles klar. Beeindruckt mich aber der Teil mit dem abgetrennten Kopf. Kompliment. Ihr übertreibt. Wie könnte ich versagen? Ich bin schließlich nur ein kleines Mädchen. So, dann können wir jetzt mal diesen Auftrag mit Muir. Mir, keine Ahnung, wie sie heißt, wie es heißt. Lasst uns etwas schnell. Ja, ein bisschen schneller gehen. Da. Bla bla. Eigentlich habe ich gehofft, ich muss nie wieder nach Markrath. Habe ich in Markrath nicht noch ein Kopfgeld? Ich könnte die Sache jetzt ein bisschen verkomplizieren. Nein, wir sehen es ja gleich. So, Quests. Namen haben wir nicht. Das muss ich noch machen? Das mache ich nicht. Das muss ich auch nochmal machen. Muiri. Wo haben wir denn Muiri? Es kommen keine Lieferungen. Also habe ich nichts zu tun. Also das Mehl läuft da vorne hin. Warum seht ihr mich so an? Die dunkle Bruders. Oh, oh, ich. Meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Was ich brauche? Den Tod von Alain Dufond. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Alain ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht. Alain Dufond sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber Alain muss sterben. Das wird er, keine Sorge. Ausgezeichnet. Sobald Alain tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Ich hoffe, sie reicht. Aber, nun ja, da ist noch eine Kleinigkeit, falls ihr interessiert seid. Wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht, nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nielsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nielsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Ich wollte Ella eigentlich selbst töten, wisst ihr? Und Nielsine auch. Aber ich habe die Nerven verloren.
Ich hatte sogar ein besonderes Gift gebraut. Lotusextrakt. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Bestreicht einfach eure Waffe damit. Und dann... Ihr versteht mich. Okay. Lasst sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Ich weiß zwar nicht, was es war, aber wenn es dann sein muss... Also gut. Ah, ich glaube, ich habe die Rüstung abgelegt, oder? Habe ich die Rüstung abgelegt? Es könnte sein, dass ich die Rüstung abgelegt habe, das wäre jetzt scheiße. Nee, nicht Quests, Kleidung. Ich habe die Rüstung abgelegt. Ist jetzt egal, machen wir es ohne. Was macht dieses Lotus-Extrakt? Zaubertränke. Wenn sie 10 Sekunden lang. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren? Negativ. Speichern wir nochmal zwischendurch. Ach man, ich will mich immer mit C hinsetzen. Ihr habt hier nichts verloren. Verschwindet sofort. Ja, ist ja gut, ja schon. Das zahlen wir irgendwann später das Kopfgeld. So, jetzt, da ist der andere Vogel. Ladezeiten, wie sie lieben. Aber ich bin ja gegen Ladezeiten geimpft, seitdem ich, wie heißt das? Sniper Ghost Warrior 3 spiele für mich. Das ist Krampf. Kannst in der Zeit während das Level lädt, nachdem man das erste Mal wieder startet, kannst du dir eine Pizza machen, du kannst aufs Klo gehen, nachdem du die Pizza schon gegessen hast. Und alles mögliche. Du kannst dir alles machen. Du kannst noch Nickerchen machen währenddessen. Dann kannst du endlich, wenn du aufpasst, wieder spielen. Ihr gehört mir. So. Ich dachte, ich wäre schon mal drin gewesen. Anscheinend nicht. Ja, Jona kann zuschlagen. Jetzt gehen wir mal weiter.
Mann, wer ihr auch seid. Das ist Bruder! Dann stellen sie sich nicht immer den Weg, meine Güte. Inventar, Zaubertränke, Lotus Extrakt. Sehen, was ihr drauf habt. Töten. Ah, der hat nichts dabei. Hast du irgendwas dabei? Du hast nichts dabei. Habt ihr irgendwas dabei? Also manchmal einfach zweimal klicken, ich weiß nicht wieso. Nur Bullshit, die haben. Gut, dann gucken wir mal da oben noch was. Und dann gehen wir mal zurück zu denen. Das erinnert mich jetzt wieder an die Stelle, wo ich in diesem Haus festgesteckt habe. So, das ging nicht, da auch nicht. Da geht's weiter hier in die Richtung. Ah, Reine Schmiede. Irgendwas Tolles hier noch rumfliegen. Stich untersucht. Ja, anscheinend jetzt schon. So, gut, dann gehen wir jetzt, wenn ich den Ausgang finde, wieder hoch. Da will ich eigentlich gar nicht wissen, wie es lang geht. So. Gott sei Dank habe ich im Marker doch kein Kopfgeld. Naja, dafür halt in woanders. In woanders, schön. Wartet! Ich kenne euch doch. Wartet! Ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Hm? Studios. Warum hatte ich hier? Warum hatte ich Kopfgeld? Gerade von 5 Gold. Im Gasthaus Silberblut fucking gibt es 5% Getränke und saubere Zimmer. Nun, was gibt es Neues, Estella? Ich danke euch. Dieser Dreckskerl hat genau das bekommen, was er verdient hat. Und ich habe das von Nilsine gehört. Ihr habt euren Teil des Handels mehr als erfüllt. Bitte nehmt dies. Als Lohn und als Zeichen meiner Zuneigung. Ich werde euch nie vergessen. Okay. Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Ja gut, viel wegnehmen konnte mir nicht. Ich habe ja eigentlich so ziemlich immer alles abgelegt, also die ganzen Tränke, die mir auf den Sack gehen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ist ja. Ah, lass dir das Kopfgeld geben. Ja, komm, ich lass uns gerade noch das Kopfgeld geben. Und dann ist die Folge ja auch schon wieder eine dezente Überlänge. Von ca. 5 Minuten jetzt wahrscheinlich. Ich hab vor, ich glaube, 2 Minuten Timer gestoppt. Und dann. Dann muss ich mal gucken, was mein nächster Fall ist. Ich denke, war der Dunkle Bruderschaft. Wir werden jetzt einfach die Dunkle Bruderschaft ein bisschen durchknüppeln.
Also wir am Anfang die Gefährten durchgehauen haben. Dann werden wir mal gucken, dass wir noch irgendwen heiraten. Was war das denn jetzt? Und dann nähert sich das Ganze auch schon dem Ende. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Das hat Hier mich da. Ist eure Belohnung. Genießt euren Besuch. Hey, aufpassen. Ja, Jona. So. Bisschen weniger geredet, diese Aufnahme, aber... Oh, er blüht wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir machen Diebesgilde weiter. Diebesgilde. Dunkle Bruderschaft machen wir ein bisschen weiter. Wir werden, denke ich, auch kurz nach Riften zu Maras Tempel. Mara? Ich glaube, erst Mara, der Tempel. Das Ganze machen. Und dann werden wir mal weitersehen, was noch so ansteht. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.